Glück auf, Freunde, und willkommen zum wahrscheinlich dem Finale von Risen 2 Dark Waters. Wir sind auf dem Weg zum Tempel des Wassers und bekämpfen hier gerade den Kraken. Das machen wir schon seit geraumer Zeit. Das Vieh hält nämlich übelst aus. Das war's jetzt allerdings, du Miststück. Erstmal Ruhm getankt vom Feinsten. Da kannst du schreien, wie du willst, du Made. Verreck. Hallo? Dich hole ich auch noch. Das war doch bestimmt noch nicht alles. Na, die wird sich jetzt zum Tempel aufmachen, also sollten wir sehen, dass unser Schiff zum Tempel vorfährt. Das Miststück darf uns nicht entwischen. Wird sie auch nicht. Nimm Kurs auf den Tempel. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Ich bin gekommen, um das zu Ende zu bringen, was die 4-Ureinwohner damals nicht geschafft haben. Ich werde dir dein elendes Herz rausreißen und mit dem Blutopferdolch zermalmen. Du erreichst den Wassertempel. Der sehr hübsch aussieht, wenn ich das mal sagen darf. Was uns im Augenblick aber auch nicht allzu viel bringt. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ins Bett. Oh, das geht gar nicht. Unser Schiff ist ja ein bisschen kaputt. Da ist es. Das Ziel unserer langen Reise. Ja, lang und anstrengend. Mach es nicht so spannend. Die Gelegenheit ist günstig. Mara ist jetzt geschwächt. Dann los. Pass auf dich auf, hörst du? Und wenn du mich brauchst, musst du es nur sagen. Gut. Was sagt ihr dazu? Dein letzter Tempel. Das ist für gewöhnlich der schwierigste. Ja, aber du hast Hilfe. Das ist doch schon besser als das letzte Mal. Wir müssen nur einen kühlen Kopf bewahren. Dann werden wir Mara auch besiegen. Tja, Jungchen. Jetzt geht's um die Wurst. Ich weiß zwar nicht, was auf der anderen Seite im Reich der Toten geschieht. Aber tu einfach alles, dass es nicht so weit kommt, okay? Ich gebe mein Bestes. So. Ich will jetzt einen vorschriftsmäßigen Angriff sehen, Captain. Dass das klar ist. Ei, Sir, ich gebe mir Mühe. Ja, sehr gut. Und pass auf deinen Rücken auf, Partner. Ja, das ist es. So habe ich es mir immer vorgestellt. Und nun stehe ich wirklich hier und werde den großen Kampf selbst miterleben. Das hier ist genau dein Ding, was? Sir, was erwartest du? Soll ich weinen? Wir gehen besser und suchen Mara, bevor sie uns findet. Gut, Jafar? Großer Tempel, viele Schätze. Aber ich habe trotzdem Angst. Ja, wenn ich so nach unten gucke. Wohl bei dem Ding, Kleiner. Wir sind jetzt schön vorsichtig, ja? Das sind wir. Venturo, ich brauche deine Flinte. Komm mit. Natürlich. Ach so, hier, die Tantalharpune, die kannst du dir mal an die Omme schmieren. Ich will hier mein schönes Krawumpel. Also dann, Freunde. Zum Angriff. Los, Crew des Lordes. Leviathan. Nicht schlecht. So, wir gucken nochmal schnell hier, aber ich kann jetzt auch gerade nichts mehr groß lernen, das mir irgendwie nützlich wäre. Ich weiß gar nicht, ob ich das Zeug hier mitnehmen muss, aber ich nehme es einfach mal mit. Da, lass mich in Ruhe. Also da haben wir doch der Mara jetzt schon ganz schön in die Suppe gerotzt. Zonk. Zonk 2. Wie ich das Vieh erledigt habe. Was haben wir denn hier in der Kiste? Wollen wir doch gleich mal ein bisschen Plünderung betreiben. Nee, das war nix. Nee, das war nix. Das war schon besser. Speerrumschrot. Und ein totes Leviathanchen.
Mara. Rate mal, wer hier kommt. Venturo verlässt die Gruppe, das ist aber nicht gut. Muss ich etwa allein gegen die Alte kämpfen? Nicht gut, das heilt die bestimmt, hä? Ah, haha. Du durchkreuzt meine Pläne nicht mehr. Dafür habe ich ein Händchen. Entschuldigung, aber das war jetzt schön. Das war der geilste Spruch jetzt im ganzen Spiel. Ah, Mara, nimm's doch nicht so ernst. Oh, die Alte, die ist aber drauf, hör mal. Ich mach die Alte richtig fertig hier, die dumme Gans. Ah, wo ist sie denn? Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Was schwebst du hier rum? Ah, ist ja gut. Lassen Sie mich in Ruhe! Das ist dein Dolch wieder, Mistkrücke! Oh. Jetzt haben wir sie schon mal zu Stein verwandelt und jetzt zertrümmert das Ding. Oder bleibt es auf ewig tot? Das wäre schön. Oh nee, es explodiert selber. Und alle Geschöpfe von Mara erleiden den Tod. Oh, wir haben es geschafft, Freunde. Biest. Glaubst du, sie kann sich wieder zurückverwandeln? Jetzt nicht mehr. Nein. Das war reife Arbeit. Wir haben es endlich geschafft. Das war eine verdammt lange Reise. Aber wir haben Mara bezwungen. Und damit ist die Welt wieder ein kleines bisschen sicherer geworden. Doch noch ist nicht alles gewonnen, denn es gibt ja immer noch einige Titanen und Titanenfürsten. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben es geschafft. Ich habe schon fast nicht mehr daran geglaubt. Nicht immer so schnell die Hoffnung aufgeben, Kleines. Ach, du machst es einem aber auch nicht leicht. Wie auch immer, wir haben dieses Miststück besiegt und leben noch. Was passiert jetzt? Du bist der Kapitän und nach einer großen Schlacht könnte der eine oder andere sicher ein paar aufmunternde Worte gebrauchen. Aber wenn du meinst, das ist genug, dann sag's mir einfach. Na gut, ich sehe nochmal nach meiner Crew. Okay, komm einfach zu mir, wenn du hier fertig bist. Du weißt ja, wo ich bin. Alles klar, reden wir nochmal mit unserer Crew, nochmal ein paar aufmunternde Worte an alle richten. Jafar, hast du endlich dein Aurikulki? Das war ein großer Kampf und ich bin froh, dass wir noch leben. Mir geht es genauso. Nun bist du am Ziel deiner Reise. Reise nennst du das? Immerhin haben wir gerade die Welt gerettet.
Schon, das ist ja auch gut. Jedoch habe ich mein Ziel noch nicht erreicht. Du redest von deinem Aurikulki. Richtig, das habe ich immer noch nicht. Dafür kannst du unsere Sprache heute besser als die meisten Piraten. Ach, das ist ein schwacher Trost. Nimm doch irgendein goldenes Ding und bring es deinen Leuten. Nein, nein, nicht irgendeines. Es muss von besonderem Wert für mich sein. Okay. Das ist Pech. Na schön. Dann werde ich dir weiterfolgen, Captain. Vielleicht habe ich ja eines Tages mehr Glück als bisher. Ja, vielleicht. Lass uns einfach weitersegeln, okay? Quest abgebrochen. Jaffars Aurikulki hat er nicht gefunden, das ist aber traurig. Das hat ganz schön geknallt, was? Dir hat das ganze Theater wohl gefallen, was? Naja, ich muss zugeben, ich hatte die Hosen ganz schön voll. Echt? Dann konntest du es gut verbergen. Ich hoffe, das war's jetzt. Mara tut niemandem mehr etwas an. Schön, dann nix wie weg. Ich muss mir meinen Orden in Caldera abholen. Aha, und du meinst, sie werden dir einen geben nach allem, was du angestellt hast? Hey, wir haben die Welt gerettet! Wenn das kein lumpiger Orden wert ist. Die Frage ist, hat das überhaupt jemals irgendwer mitgekriegt? Wir sind immerhin Piraten, uns glaubt man nicht. Hartnäckiges Biest. Kreizt sich am Leben wie ein Rottwurm an seine Beute. Ja, sie hat uns ganz schön auf Trab gehalten. Nun ist sie erledigt. Und wir können hier wieder verschwinden. Wie geht's dir denn jetzt? Es ging mir nie besser. Dank deiner Hilfe haben diese fürchterlichen Visionen ein jähes Ende gefunden. Was tut man nicht alles für seine Crew? Ja, du bist ein guter Kapitän. Obwohl ich den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag hätte. Ich ahne, was jetzt kommt. Aber ich denke, du behältst es besser für dich. Na schön. Vielleicht später. Gut, wer noch? Unser Koch. Mann, oh Mann. Das war ja was. Allerdings. Ja. Und jetzt ist Schluss. Ich hab die Schnauze voll. So wie ich dich einschätze, hält das nicht lange vor. Ich wette, du steckst in ein paar Wochen wieder in irgendwelchen Schwierigkeiten. Das klingt ja richtig nett, wie du das sagst. Vielleicht sollte ich dich für diese Bemerkung Kiel holen lassen. Das würde auch nichts ändern. Kerle wie dich kenne ich. Du bist nicht zu Unrecht Stahlbarts Erbe. Der hatte auch immer ein Talent dafür, es sich in Schwierigkeiten zu bringen. Wir werden sehen. Allerdings. Gut, und jetzt noch unseren schönen Eltrick. Ich bin stolz auf dich, mein Junge. Das hast du vortrefflich gemacht. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Nun wird die Südsee wieder frei durchatmen können. Das nächste Mal werde ich mich besser vorbereiten. Zugegeben, das eine oder andere hätte besser laufen können. Und doch hast du es geschafft. Mara ist erledigt und der Schwarm ist vernichtet. Was wirst du jetzt tun? Irgendwann wird meine Reise nach Caldera gehen. Dort werde ich das Archiv aufsuchen. Es gibt noch einiges zu tun für mich. Noch mehr Bücher und Studien? Du kriegst nicht genug, was? Nicht solange meine Forschungen dazu beitragen, dass die Welt nicht aus dem Gleichgewicht geworfen wird. Ich hoffe, der Frieden hält jetzt eine Weile. Ja, ich auch. Aber man kann ja nie wissen. Freunde, wir werfen noch einmal einen Blick auf den Tempel. Denn unsere Reise dürfte gleich ein Ende haben. Ich bin jetzt schon so ein bisschen wehmütig. Also, es hat mir riesig Spaß gemacht, das Spiel für euch Let's Playen zu dürfen. Ich hoffe, es hat euch genauso sehr gefallen. Und ich freue mich natürlich auf den nächsten Risen-Teil. Vor allem, weil ich den noch nicht kenne, aber wir machen erstmal weiter. Und reden jetzt mit der Patty. Es wird Zeit zu gehen. So, mir reicht's jetzt. Nichts wie weg hier. Ja, lass uns hier schnell verschwinden. Vielleicht noch eine kleine Sache, die ich dir sagen muss, bevor wir ablegen. Ach ja, was denn? Nun, ich weiß, ich kann manchmal ein Biest sein und... Naja, ich sag das auch viel zu selten, aber... Ja? Gut gemacht, mein kleiner Held. Bloß weg von diesem fürchterlichen Ort. Jetzt kann man endlich wieder in Ruhe die Meere besegeln, ohne dass man Angst haben muss, dass Maras Geschöpf oder dieser Kraken aus dem Nichts auftauchen. Dem Horizont entgegen. Trinkt aus, Piraten, yo-ho!
Ja, Freunde. Und das war's dann. Wir haben die lange Reise von Risen 2 Dark Waters gemeistert. Wir haben die meisten Quests mitgenommen, wir haben viel erlebt, viel gesehen, viel zu lachen gehabt, viel Spaß gehabt, viele tolle Sprüche gehabt. Viele dumme Aktionen von mir mussten wir ertragen. So oder so. Dieses Spiel ist natürlich, muss ich leider sagen, nicht so gut, wie es der Vorgänger war. Und es kommt erst recht nicht an die Gothic-Reihe ran. Aber trotzdem hat Piranha Bytes auch hier wieder mal hervorragende Arbeit geleistet. Denn im Großen und Ganzen ist das ein großartiges Rollenspiel gewesen. Und es hat mir riesig Spaß gemacht, gemeinsam mit euch dieses Abenteuer zu bestehen. Ich denke, ich werde zudem gar nicht mehr viel sagen müssen. Ich meine, die ihr zugeschaut habt, ihr habt gesehen, die Welt war schön. Die Dialoge waren toll gemacht. Der Soundtrack wie immer genial. Piranha Bytes hat's einfach drauf, tolle Rollenspiele zu machen. Ich freue mich jetzt auf unsere kommenden Abenteuer. Denn lange werden die sicherlich nicht auf sich warten lassen. Und ich würde sagen, ich lasse jetzt hier nochmal ganz in Ruhe die Credits über den Bildschirm rollen. Denn das tolle Piranha Bytes Team und natürlich das tolle Deep Silver Team, die haben es einfach verdient, dass die jetzt hier über den Bildschirm rollen dürfen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir mit Kommentaren und Daumen nach oben. Wir sehen uns bei anderen Videos und Projekten wieder. Macht es gut. Euer Lord Peter.
Naja, nicht alles, aber ist schon okay. Okay? Nur okay? Weißt du eigentlich, was ich alles durchgemacht habe? Pah, dann frag doch mal die anderen. Du warst nicht alleine, mein Freund. Ja, ja, schon gut. Siehst du, das ist immer das Problem mit euch Männern. Ach komm, jetzt hör schon auf. Das will doch jetzt nun wirklich keiner mehr hören. Außerdem trinkst du immer noch zu viel. Das Zeug macht mich wieder fit. Ja, klar. Und stinken tust du auch. Wie ein altes Rumfass. Ist mir egal. Aber mir nicht. Ach, ich gebe auf. Ich gehe unter Deck. Hm. Mistkerl. Das habe ich gehört. Ist doch wahr. Komm schon, sei wieder lieb. Ich überlasse dir auch das letzte Wort, ja? Und was ist, wenn ich das gar nicht haben will? Hey!